Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zivilation. Entschuldigung, 5. Ja, ich habe ein bisschen mit dem Halt, aber ich will ja trotzdem aufnehmen. Ich habe hier Tee vor mir stehen. Und wir fangen mal an. Also, ich habe ja gesagt, ich will ja mit Frankreich mal spielen. Frankreich, wo ist Frankreich? Hier. So, da haben wir den französischen Musketier, genau. Kartentyp Erde, nee. Wir nehmen Kontinente. Wir nehmen Standard. Wir nehmen normal. Standard erweitert, ja, haben wir da, haben wir alles. Genau. Wir nehmen Schnellfortbewegung, schneller Kampf. Nee. Gut, dann fangen wir jetzt an. Und wie gesagt, wenn ich mich so ein bisschen komisch anhöre, ich habe es heute mit dem Hals. Bin ein bisschen erkältet. Ein langes Leben voller Triumph euch, dem ersten Konsul und Kaiser Frankreichs, Napoleon dem Ersten, Herrscher über das französische Volk. Frankreich liegt im Herzen Europas. Lange war Paris das Zentrum der Welt in Sachen Kunst, Kultur und Literatur. Obwohl Frankreich von Konkurrenten und häufig Gegnern umgeben war, konnte die große Nation die Wirren der Zeit überdauern. Ihre Armeen sind von einem Ende der Welt bis ans andere erfolgreich in den Kampf gezogen. Und ihre Soldaten und Generäle gehören zu den Besten der Geschichte. Napoleon Bonaparte. Frankreich sehnt sich danach, dass ihr euer Imperium neu errichtet und es abermals zu Ruhm und Größe führt, dass ihr Frankreich wieder zum Epizentrum von Kultur und Kultiviertheit macht. Kaiser, werdet ihr erneut gegen eure Feinde in den Kampf ziehen? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Ja, das können wir. Ja, statt das Licht auf Museen und weltwunderbezogene Bundesse verdoppeln sich in ihrer Hauptstadt. Wir haben den französischen Musketier, der kommt, ja. Und Chateau, wo ist neben ein Luxusgut? Gut. Ah, wir haben es nicht schlecht. Gut, da könnten, da gucken wir jetzt mal ein bisschen mal die Produktion im Monument. Forschung, Bergbau, weil wie gesagt Stein. Gucken wir mal hier, so. Ja, Frankreich. Damit spiele ich erstmal. Ich werde dann gleich mal die nächste Runde machen. Aha. So, jetzt sind wir schon Speerkämpfer. So, mal gucken, was haben wir hier? Haben wir Genf gefunden? Hier ist die Karte auch schon zu Ende, leider. Nächste Runde. So, mal gucken. Wir sind immer noch Zweiter. Mal hier runter gucken.
Hier ist Wale. Ries gewachsen. Gut. Überlebende. Juhu. Also hier kann man auch gut gründen. Das wäre auch nicht schlecht. Die. Oh, haben wir den Bergbau? Oh, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall den Speer. Kann der nämlich ich auf dem Rückweg machen. Wir nehmen die Bronzeverarbeitung. Oh! Oh, Monopion Thavma! Ποιον όνομα επιμισέ ο καλός ξένος? Πιτσάντ! Είμαι η Θεοδόρα, η φίλη του Βυζαντίου. Ναι, φίλτατος. Ακούω. Σάρα. Πιτσάντ. Oh, die haben schon Pantheon gegründet. Boah. Oh, die können ja dann dahin. So, den haben wir einen Speer, da kann er automatisch erkunden. So, Politik einführen, dann nehmen wir auf jeden Fall die Ehre. So, und dann nehmen wir einen Bautrupp. Das ist erstmal wichtiger. Oh, Äthiopien. In Kwanden amatta. In Heile Selassie, Rastafari Makunnen, je Äthiopien gusin nante tamman agelga. Ja, danke, danke, danke. Hier ist Äthiopien, ah. Wenn die nicht weit weg sein. So. Hormus. Kann man nicht. Schade. Dorthin. Ein Naturwunder, juhu. Wo? Ah, da. Ja, kann man machen. Politik einführen. Wir nehmen, Unabhängigkeit. So, da haben wir hier schon die ersten Barbaren. Irokesen. Skarnagon. Ja. Skarnagon. So, da gehst du trotzdem mal hier hoch. Oder gehst du dann hier runter?
Ganz einfach. Juhu, geschafft. Und wenn die Barbaren von da unten kommen, dann müssen die unten Barbaren hier rein. Wir haben Trüffel, Stein, Zucker, Marmor. Wir liegen eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Moment mal. So, ich bin wieder da. Nur schnell die Nase geputzt. Also ich werde wahrscheinlich eine Aufnahme am Tag machen und die immer hochladen, weil so lange kann ich nicht reden. So, Produktion. Keramik auf jeden Fall. So. Manila, das ist schon mal ganz gut. Jen Huneta Sibibet. Ganz gerne eine Botschaft annehmen. Geht noch nicht. Blöd gemacht. Sagt denn der Ton zu dem Töpfer, was machst du mit mir? Kann ich jetzt nichts anbauen, ja. Steinmetz kommt erstmal. Ah, da sind sie. Tja. Ich muss erst mal warten, bis ich überhaupt die wichtigsten... Hier ist Eisen. Hier oben ist Eisen. Bauernhof, komm. So, wir machen die erstmal platt. So. Angriff auf die Barbaren. Wie gesagt, um Eisen, das wird Mangelware sein. Hier könnte ich eine Stadt machen. Habe ich zwei. Ja, unbedingt eine Stadt. Das werden die nie überleben.
Da oben, nee, der nächste Sperrkämpfer. Gehst du mal erstmal hier rein? Noch den einen Lebenspunkt. Gut. Ausruhen, Forschung, Kalender, auf jeden Fall. Dann haben wir auch noch Steinwerke. Gut. Da brauche ich nämlich keinen Sichtern und Dietler mehr. Bitte Standmauern. Und die Siedler bitte hier hoch. Dafür bitte noch einen Krieger mit. Zeigt da an und da an. Ich würde es aber gerne hierher am Fluss. So. Nichts tun. Steinbruch haben wir jetzt erstmal. Jetzt tun die Runde. So, da kommst du hierher. Du gehst dann einfach hierher und du gründest dann da deine Stadt. Produktion, Monument. 13 Runden. Da haben wir jetzt erstmal, dann machen wir noch Bogenschießen. Und dann würde ich sagen, macht das erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Wenn ihr Tipps und Tricks habt unten, dann sagt mir Bescheid. Wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn der Frankreich, wie gesagt, mit Frankreich werde ich auch bei Wilding Pool beim Livestream dabei sein. Und ja, ich bedanke mich und ich sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen.